Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die in der Alpha 14.2. Ich starte hier ein neues Einzelgame und werde daraus ein Let's Play machen. Die Folgen werden so in etwa 25 Minuten jeweils gehen und das geht dann so lange, bis ich nicht mehr gegen die Horden ankomme. So, das nenne ich auch mal Let's Play und dann gehe ich hier auf Game Mode Survival SP Singleplayer im Random Gen, nicht in der Nachtzone, sondern Random Gen. So, dann haben wir die Standard Options. Hier lasse ich alles. Vor allem hier Zombies never run, weil ich mag auch keine Zombie-Filme, wo Zombies plötzlich rennen können. Zombies müssen für mich immer langsam sein. Dann haben wir hier, der Tag hat 60 Minuten, in dem Fall Loot Respawn Time nach 30 Tagen. Drop on Dead Everything, Cheat Mode on, man weiß ja nie. Und dann gehe ich mal auf Start. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt gespawnt werden. Und dann ist es so, dass man bei der Alpha 14 ein paar Aufgaben zu Beginn lösen muss. Das heißt, da wird dann eine Aufgabe gestellt, erntet so und so viel Plant Fibers und macht euch daraus eine Hose, eine Mütze, ein Hemd und so weiter und so fort. Und da schauen wir jetzt. Das ist die allgemeine Startfrequenz. So, jetzt sehen wir rechts oben eingeblendet meine Aufgaben. Also als erstes soll ich mir eine Stone Axe craften. Dazu brauche ich zweimal Plant Fiber, zweimal Wood, zweimal Stone. Und dann kann ich die Axt mir craften. Dann seht ihr links unten die Temperatur 21,612 Grad. Habe ich auf Grad umgestellt, ist standardmäßig auf Fahrenheit eingestellt. Wenn ihr das ändern möchtet, drückt ihr bitte einmal den Buchstaben Ö und gebt dann ein Set Temp Unit Abstand F für Fahrenheit oder C für Grad. Also Set Temp Unit Abstand C, dann habe ich die Gradanzahl und mit Ö schließt ihr dann die Konsole wieder. So, dann fange ich jetzt mal an und zwar crafte ich jetzt erstmal hier ein bisschen Fiber. So, da wo ihr spawnt am Anfang, seid ihr also ein paar Meter, seid ihr auf jeden Fall noch sicher vor Zombies. Da passiert euch rein gar nichts. Habt ihr also mehr Zeit, euch hier erstmal auf die Sachen zu konzentrieren, dass ihr Steine findet, Holz findet und dann eben die ersten Aufgaben erledigen könnt. Also ein schönes Einsteiger-Tutorial. So, Steine liegen hier meistens am Boden immer rum, wenn man keinen großen Stein findet. Die können mit E aufgenommen werden. Ja, wir sind hier in einer Steppe gespawnt. Da müssen wir natürlich gleich mal gucken. Wasser, wo gibt es Wasser? Wo kriegen wir eine Hütte für die Nacht her? So, und wo kriege ich jetzt vor allem noch einen Stein her und Holz? Ich brauche Holz. Ja, was ist das? Das ist ein Kaktus. So, hier haben wir Holz. Da kloppen wir jetzt mal drauf. Nur so lange, bis wir eben die zwei voll haben. Mein Gott. Die Knochen sind doch gleich gebrochen. Ach, endlich. Ich wollte schon aufgeben.
So, dann brauchen wir noch ein Steinchen. Da oben haben wir noch einen liegen. Dann brauche ich den großen hier nicht zu malträtieren. So, jetzt kann ich mir eine Stone Axe machen. Das heißt, ich drücke Tab. Hab hier schon die Stone Axe. Sagt Craft. Und das dauert eine Sekunde. Dann habe ich die. Oh, da zeigen die jetzt auch schön Level 1 hier oben noch wieder. Das ist ja wunderbar. Jetzt hole ich mir als erstes mal mit dieser Stone Axe schon gleich ein paar Steine. Weil Steine klopfen mit der Faust macht überhaupt gar keinen Sinn. Da kommt so gut wie nichts raus. Und wir brauchen eben viel Stein und viel Holz. Und ja, ich habe gesehen, rechts oben ist jetzt meine neue Quest. Die werde ich jetzt gleich auch noch erfüllen. Aber zuvor hole ich mir jetzt erstmal hier die Steine. Weil ihr seht auch, die Axt, die baut ziemlich schnell ab. Und die nächste Axt wird dann schon etwas besser. Und hält dann eben wesentlich länger oder etwas länger durch. Wesentlich länger halten die Äxte natürlich nachher durch, wenn die so gelevelt sind auf einem. Oh, was ist das da drüben? Okay. Wenn die gelevelt sind so ab 100 oder so, ne, dann halten die natürlich richtig schön durch. So, habe ich sonst noch irgendwo ein Hölzlein gesehen? Ich gucke noch mal in die Runde. Stein, Stein, Stein. Ja, den Kaktus nehme ich auch mal. Weil wenn man ihren Kaktus zerstört, dann kriegt ihr auch Plant Fiber. Und ihr kriegt nachher eine Frucht daraus. Und mit dieser Frucht kann man sich so ein bisschen am Leben erhalten. Ne? So, hier, ihr kriegt dann diese Yucca Fruit. Plant Fiber, was haben wir? Jetzt müssen wir natürlich nachher auch noch Nester finden. Jetzt machen wir aber erstmal die Geschichte hier. Und zwar möchte der von uns einmal haben Pants. Na. Pants. Also Hosencraft. Dann möchte er haben ein Shirt. Craft. Dann möchte er haben einen Hut. Das ist ein so die ja, Standardausrüstung, die man erstmal haben sollte. Und Shoes möchte der haben. Ja, das ist auch nicht ganz verkehrt, ne? Und was möchte er noch haben? Gloves, also Handschuhe. Gloves. Craft. So. Die ganzen Sachen sind jetzt hier gleich hergestellt. Hier sehen wir, wie lange es noch dauert. So, alle hergestellt. Jetzt sollte meine nächste Aufgabe gleich sein, die erstmal anzuziehen. Also gehe ich mit B in meine Buddy-Übersicht und ziehe mir die Teile an. Ich kann die entweder mit Linksklick und festhalten und hier rüberziehen oder ich halte die Shift-Taste gedrückt und klicke dann einfach die entsprechenden Items an und die landen dann direkt hier drüben. So, jetzt will er von mir haben ein Craft Wooden Club. Das ist so ein Knüppel halt. Wooden Club hier, den craften wir uns auch mal eben. Dann haben wir so eine Standardausrüstung. Mit dem kann man dann also auch noch mal Zombies versuchen im Nahkampf zu killen, was allerdings wirklich schwer ist. So, get. Federn brauchen wir jetzt. Einen Bogen sollen wir uns machen und Steine. Also Federn hätte ich jetzt natürlich auch ganz gerne, damit ich mich wehren kann, wenn die Zombies kommen. Deshalb holen wir jetzt hier erst nochmal Stein und lassen auch gleichzeitig nochmal eine Stone Axe craften. Aha, da fehlt uns jetzt. Alles klar. Jetzt müssen wir erstmal Holz suchen. In die Richtung würde ich ja jetzt nicht ganz so gerne gehen. Weil, was ist das denn da? Da stehen doch dann gleich bestimmt welche. Moment, ich muss nur eben. Jo, da stehen Zombies. Da stehen dann schon Zombies. Da will ich also jetzt überhaupt nicht hin.
einer entdeckt hat. Das könnt ihr immer sehen, wenn ihr mit der STRG-Taste drückt, dann seht ihr in der Mitte undetected oder detected oder sensed. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ob ihr da schon erspäht worden seid oder noch nicht. Oh, nee, das war's. Obwohl, doch, du gibst Federn. Boah, wo ist das blöde Huhn jetzt? Okay, dann gehen wir erstmal hin. Hier sind Nester. Mit E anklicken. Zum Durchsuchen. Es waren schon mal 14. Oh, perfekt. Richtig viele Federn. Ah, super. So, jetzt gucke ich mal eben nochmal nach der Stone Axe. Die hole ich mir mal eben in die Favoriten rein. Und krafte mir gleich eine neue, weil die hier wird jetzt sofort kaputt sein, wenn ich hier ein bisschen auf den Stein rumhaue. So. So. Jetzt brauche ich einen. Ach, wie heißen die denn? Die. Wie heißt das denn? Bow heißt das. So. Ein Bogen. Einen Bogen. Das heißt, ich krafte mir erstmal zwei Pfeile. Die baue ich ja auch. Ah, ich brauche noch eine. Okay, da will ich auf gar keinen Fall. Dann habe ich das hier schon mitgenommen. Da dran. Ein Bäumchen. Ein Bäumchen, das ist ja ein Träumchen. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt schon den Bow machen und wir können uns dann gleich auch wieder Receive Arrows. So, jetzt heißt es erstmal für uns ganz, ganz, ganz viel Holz sammeln. Wo ist der Bogen? Hier ist er. Lass direkt nochmal einen Bogen machen, weil die werden nämlich dann besser, desto mehr man macht. Den lege ich mir mal hier oben ins Inventar rein. So, jetzt sagt er zu mir, ich soll Wood-Frames craften. Wood-Frames, die braucht ihr, um euer Haus nachher abzusichern. Oder überhaupt um ein Haus zu bauen. Drei Stück will er erstmal haben von mir. So, wie weit sind die Pfeile? Wir brauchen noch eine Minute. In der Zeit gehen wir mal weiter Holz sammeln. Was sehe ich da hinten? Ich möchte jetzt ungern gerade einem Zombie begegnen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in die Favoriten rein. Lassen auf jeden Fall noch mal eine Axt machen. Und ja, der Anfang dieses Spiels ist natürlich so viel Grundmaterialien sammeln, wie es nur geht, für die Bewaffnung sorgen, damit ihr euch zumindest etwas wehren könnt. Und das wird dann nachher im Laufe der Zeit natürlich wesentlich besser. So, ich bin jetzt schon im Skill-Level etwas weiter gekommen. Das ist meine Axt jetzt auch im Eimer. Das heißt, ich kann mal gucken, ob ich schon Skill-Points verteilen kann. Ne, ich habe noch keine. Hier ist nachher bei den Skill Points auch wichtig, hier die Archery
das ist dann der Schaden, den ihr anrichtet bei eurem Gegner. Desto höher da die Punktzahl ist, desto höher ist der Schaden, den ihr meinetwegen mit einem Pfeil oder mit einem, ja egal, mit dem Wooden Club oder wie auch immer macht. So, jetzt gucken wir mal. Der zweite Bogen hat jetzt schon Level 59 und der hat nur Level 4 gehabt, also direkt weg damit. Also die Stone Axe haben wir auch schon auf Level 4. Dann lassen wir auch direkt nochmal 1, 2, Kraft. Und wir gehen dann mal weiter. Hier vorne ist ein Steinchen. Und ein, ach, da ist ja auch noch ein Bäumchen, das ist ja wunderbar. Ganz viel Holz sammeln. Also Holz ist extrem wichtig. Braucht ihr für Pfeile, braucht ihr, um etwas aufzuwerten nachher. Dann braucht ihr Stein in Unmengen natürlich auch nachher zum Steinmauern bauen oder für eure Pfeile oder für eure Äxte und so weiter. Solange ihr noch keine Forge habt, also eine Schmiede habt, müsst ihr euch halt wirklich noch mit dem Steinwerkzeug rumquälen. Obwohl ich später in anderen Spielen auch schon eine Forge hatte und die Metallaxt, die ich dann machen konnte, war vom Level weitaus unter meiner Steinaxt. Und da war meine Steinaxt immer stärker. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Stein noch rausziehen. Und neben Stein ziehen wir noch Scrap Metal raus. Scrap Metal brauchen wir nachher auch für die Forge eben. Oder aber um Sachen auch wiederum zu verstärken. So, da hauen wir jetzt mal ein bisschen drauf rum. Das ist ein bisschen langweilig, das weiß ich auch, aber es lässt sich nun mal nicht verhindern. Wir haben jetzt Tag 1, 12.39 Uhr. So heißen, wir müssen also jetzt gleich uns dann auch die Suche machen. Nach irgendeinem Unterschlupf schon mal. Dabei gucken wir gleich mal auf unsere Map, wo wir denn ungefähr gestrandet sind und ob wir in etwa ausmachen können, wo ja irgendetwas lohnenswertes ist für uns, ne? Weil dieses Biom hier ist ja nicht unbedingt ganz so berauschend. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen ja, irgendwo hier in die Richtung will ich jetzt mal gehen. Mal gucken. Ich setze mal einen Quick Vape rein. Den sehe ich dann auch gleich oben in meinem Kompass drin, als roten Pfeil, nachdem ich diese Bäumchen auch noch weggeholzt habe. Mein Durst ist bei 88%, mein Hunger bei 88%. Das geht also alles noch. Meine Ausdauer ist jetzt natürlich richtig im Eimer, dadurch, dass ich so viel holze hier. Lassen direkt nochmal eine kraften. Und Woodframes können wir auch direkt nochmal mehrere machen lassen. Sagen wir mal für 20 auf jeden Fall mal. Craft und die nehmen auch direkt die Favoriten mit auf. Das Wolfsmund gibt auch. So, dann gucken wir nochmal. Den Bogen haben wir hier auf der 7. Mit R holen wir uns einen Pfeil her. Und dann gucken wir jetzt mal eben, wo ist mein Quick Waypoint, also Richtung Süden. Und dann laufen wir mal los. Nest. An Nestern, na, komm.
an Nestern sollte man nicht unbedingt vorbeirennen, ne? Weil ihr braucht ja immer wieder neue Pfeile. Wie viel Holz habe ich denn? Ja, das ist okay. Mit dem möchte ich mich gar nicht erst anlegen. Klappe zu. So, hier haben wir eine Hauptstraße. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Was haben wir da drüben für ein Biom? Kann ich noch gar nicht abschätzen. Ich gehe mal eben rüber. Da vorne sehe ich Mais stehen. Ah, das ist das verbrannte Biom. Okay, den möchte ich jetzt ja mal überhaupt nicht sehen, aber den Mais möchte ich mir doch mitnehmen. Weil den kann ich nämlich nachher auch selber wieder aussehen. Und dann gehe ich wieder auf die Hauptstraße. So, dann gehen wir mal in die östliche Richtung. Ja, rechts ist ein Zombie, den habe ich gesehen. So, dann gucken wir mal, was da so drin ist, was wir schon direkt looten können und mitnehmen können. Natürlich nichts drin. Oh Mann. Ich habe auch so eine Truller schon. Also richtig sicher in dem Spiel fühle ich mich ja immer erst dann, wenn ich schon den Crossbow habe, also die Armbrust. Wo geht's denn hier lang? Ja, das scheint ein Zeltlager oder sowas zu sein. Das bringt mir ja rein gar keinen Schutz. Ja, jetzt ist die Frage, die untere Straße oder die obere Straße? Aber die untere führt mich wahrscheinlich ins verbrannte Biom, deshalb nehme ich die obere. Ja, den Hirsch lasse ich leben. Ich möchte, bevor ich jetzt eine Hütte habe, mir nicht rohes Fleisch in meinen Rucksack packen müssen. Weil damit kann ich natürlich von den Zombies perfekt gerochen werden. Okay, da stehen zwei so Kameraden. Einmal BG. Klappe zu. Schnell ankommen und ich habe so gut wie keine. Wir waren die Straße da drüben. So gut wie keine Laufenergie mehr. Was? Da war Wasser?
Okay, das ist natürlich ein schönes Haus, aber jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das hier eine Stadt ist oder sowas. Ja, ganz ungünstig. Ja, laufen wir auch ganz schnell wieder raus aus der Stadt. Weil das ist mit der Bewaffnung zumindest für mich nicht zu schaffen. Okay, wir suchen also immer noch unseren ersten Ort. Schüttchen, da sind wir ein bisschen im Kreis gekommen. Okay. Zumindest wissen wir jetzt schon mal, wo eine Stadt ist. Da gibt es natürlich viel zu looten. So, ich sehe schon, wir sind bei 26 Minuten. Wir werden die erste Aufnahme jetzt mal beenden. Und dann in der zweiten Folge geht es dann weiter auf der Suche nach einer Unterkunft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Danke und bis demnächst.